Das bewaffnete Schiff ist ein verlassenes Militärschiff namens Nefris Stolz. Seine leichte Hülle und die Ausweichhardware lassen vermuten, dass es für Patrouillenmissionen in der Ferne gebaut und seitdem in einem Langstrecken-Stealth-Bomber nachgerüstet wurde. Aufzeichnungen der Schiffskommunikation enthüllen, dass es von einer Rebellen-Guerilla entführt wurde, als es auf dem Weg zu einem geheimen Komplex namens Xvan-Labor war, die eine so starke Waffe enthalten soll, die den Krieg gewonnen hätte. Wir haben das Ziel des Schiffs aus einer Navigationsdatenbank extrahieren können. Und die Frage war ja, fangen wir ein spezielles Forschungsprojekt an, die Labore der Xvan, oder kassieren wir 50 Einfluss? Und da hatte ich dann sehr lange drüber nachgedacht, weil Einfluss ist sehr knapp und ich will unbedingt hier diese Megastruktur mit einem Außenposten sichern. Und die Vampire sind mit einem Forschungsschiff in das System Asmare eingedrungen. Es ist also ein Wettlauf, ein Rennen um dieses System entbrannt. Und ich werde endgültig die Entscheidung treffen. Das verlockt mich so sehr, das Projekt. Ich glaube, ja, ich muss es nehmen. Vielleicht eine Geheimwaffe, die uns militärische Vorteile bringt, denn unsere Flotten sind ja relativ unterlegen bisher. Auch wenn ich in die Tischkante beiße wegen des Einflusses, aber ich tue es. Situation Log revised. So, jetzt würde ich aber erstmal in Situation Log schauen. Wir haben nämlich verschiedene Projekte. Und zwar die Labore der Xvan. Wir haben keinen Wissenschaftler vor Ort. Das heißt, ich müsste ein Forschungsschiff dahin schicken. Dann haben wir noch der Prinz. Wir können eine Aliensprache entschlüsseln. Entschlüsseln wäre auch nicht schlecht. Würde 20 Monate dauern. Auch nicht schlecht. Was ist denn hiermit? 69 Monate, das war noch ein bisschen heftig in der Zeit. Da haben wir keinen Zugang, weil das bei den Hisho liegt. Wir brauchen noch eine erkundbare Welt für diese Quest. Und da ist eine Artefaktsuche, da haben wir noch keins gefunden, genau. Ja gut, dann würde ich sagen, der Prinz, das ist ja auch kein großes Ding, das können wir mal eben erforschen. 20 Monate, ja, das ist genehmigt. Und hier müssen wir ein Schiff hinschicken. Das ist auf gehe zu. Wie heißt das System? Faginiyat. Okay, wo ist das denn gelegen? Ach, das ist bei uns, ja. Ach ja, das ist ja kein Thema. Die Armstrong. Was ist mit dem Schiff los? Ist sie gerade im Standby-Modus, glaube ich. Echt? Wo steht denn das? Keine Befehle? Ja, klar, hin. Das trifft sich ja sehr gut. Was ist mit dem Schiff? Das ist gerade beschäftigt mit einem Forschungsprojekt. Dann geht's weiter. Ja, die Vampire, hier sind sie. Und forschen uns hier die Sache weg. Ja, ich bin mal gespannt, wann das Konstruktionsschiff von denen kommt und da einen Außenposten baut. Dann ist natürlich Schicht im Schacht hier mit der Megastruktur, die wir uns sichern wollten. Und wir generieren zu wenig Einfluss.
um hier mal eben einen Außenposten zu bauen. Da fehlen uns 247 Einfluss. Ah, Mist, 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 Mist. Das dauert viel zu lange. So, können wir denn hier in der Sternenbasis was verbessern? Nein, auch nicht. Future Market Survey complete. Wir haben ein System erkundet. Einen zukünftigen Markt. Genau, was wollte ich denn hier bauen? Ja, auf jeden Fall schon mal hier die Bergbaustation. Achso, da brauche ich ja einen Außenposten, genau. Ja, muss ich ja. Aber ist das auch das richtige System hier zum Bauen? 7 Energiecredits. Auch nicht schlecht. Die forschen noch die Schiffe. Ja, ich weiß gar nicht. Ah, der Einfluss ist so knapp, das ist das Problem. Brauche ich den woanders eventuell? Ja, hier brauche ich ihn, aber das ist zu teuer. Und es dauert einfach zu lange. Wir können noch eine Sternenbasis bauen. Wir haben 5 von 6. Gut, Außenposten kann man natürlich bauen, ja. Ja, ich muss ja expandieren, es hilft ja nichts. Ja, es hilft nicht sozusagen und das wird wieder teuer. Ja, so ist das halt. Es kostet alles was. Obwohl ich natürlich liebend gern dieses System hier mein eigen nennen würde, aber naja, man kann nicht alles haben. So, was sagt denn nochmal das Log? Ah, genau, das geht ja gut voran hier. Market Outlier identified. Special Project actualized. Unsichtbarer Tod. Unsere Wissenschaftler sind aus den Xan-Laboren unversehrt aufgenommen. Sind aus, ja, falsche Übersetzung. Und haben Aufnahmen der Überwachungskameras mitgebracht. Sie zeigen Laborwissenschaftler, die gefesselt und geknebelt sind, und Guerillasoldaten, die die Waffenbox öffnen. Zu ihrer Bestürzung war die Kiste aber leer. Nur wenige Minuten später winden sich die Rebellen mit heftigen Schmerzen auf dem Boden. Dunkle Flecken schwellen vor ihrem Körper, von ihrem Körper hervor. Ja, ein bisschen komische Übersetzung. Ihre Haut reißt auf und eine graue, nicht identifizierte Masse strömt heraus. Die Materie dehnt sich weiter aus und wirbelt hypnotisch um sie herum, bis einer der Wissenschaftler das Notfallsystem aktiviert. Sprinkler besprühen den Raum mit einer Flüssigkeit, woraufhin eine elektrische Welle alle Lebewesen tötet. Hier endet das Bildmaterial. Unsere Crew kann bestätigen, dass die Kiste tatsächlich leer war. Ja, haben wir das alles umsonst erforscht? Keine Superwaffe. Suprasolide Materialien. Da haben wir einen Fortschritt. Aber keine... Naja, ich weiß nicht, ob das für eine Waffe dann gut ist. Was haben wir denn jetzt hier? Eine einfache Anomalie, die erforscht man natürlich mal im Vorbeigehen. Monate. Tja, war das jetzt eine gute Entscheidung oder eine schlechte? Hinterher ist man immer schlauer. Das kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Aber ich beiß natürlich in die Tischkante, wenn die Vampire hier die Megastruktur sichern. Das steht jetzt schon fest. Und ich weiß ja nicht, wie aggressiv man vorgehen kann. Also wenn ich jetzt einen Krieg mit denen anfange und dem überlegene Flotten, das ist bestimmt nicht die beste Entscheidung, oder? Da fehlt mir jetzt die Erfahrung. Aber gut, jeder fängt mal an.
mal die Forschung so ein bisschen boosten hier. Keine Befehle? Alien Dragster-Rennen. wir kriegen mehr Forschung in diesem System. Ja, wo immer das jetzt auch ist. Okay, aber das ist eine Forschungssache, okay. Genau, ich wollte gerade sagen, 7 Energiecredits, das ist sehr gut. Da sollten wir gleich mal hindüsen und uns das System sichern. Unser Anführer hat ein Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Und die, ja, genau, Stufe 4. Ich trauere jetzt schon um diese Megastruktur. Man kann nicht alles haben im Leben, nein. So, ich glaube, ich muss mal pausieren, denn hier sind ein paar Forschungsschiffe. Beschäftigungslos. Ja, ich glaube, das hatte sich hier erledigt, diese Forschungssache. Ja. Was gab es denn hier noch im System? Was war denn hier noch los? Moment. Wo war das? Im Erdensystem. Da gab es noch ein Spezialprojekt. Wird das nicht erforscht? Der Prinz. Wird doch erforscht. Alles klar. Okay. Dann gibt es noch. Ja. Wo war das? Das war in Sirius. Das können wir jetzt. Okay, das können wir mal erforschen. Würde ich mal so sagen. Ja, dauert zwar ein bisschen länger, aber das ist okay. Mittlerweile ist die Forschung ja nicht mehr ganz so lahm bei uns. Ja, das andere geht, glaube ich, nicht genau. Das war Quests und da kommen wir nicht ran, weil es im Hishu-Gebiet ist. Ja, langsam mal sicher geht es schneller voran mit der Forschung. So. Wir bauen. Und bauen. Research actualized. Und ja, was ich gerade sagte, wir können. Wir haben die Fusionsraketen sehr gut. Wir können also unsere Flotte ein bisschen aufrüsten. Mit Fusionsraketen. Und jetzt können wir. Wird gerade erforscht. Aber wir können trotzdem schon mal die Forschung wählen, die nächste. Ah, das Spezialprojekt Suprasolide Materialien. Ah, Sternfeste, das ist gut. Das brauche ich auf jeden Fall. Und ein Zerstörer, jetzt geht's los. Ah, wieso können wir denn immer nur so wenig? Wow, das wird doch, glaube ich. Moment, das wird gerade erforscht? Genau, das ist, glaube ich, dieser Prinz. Der Prinz, diese Sache meine ich, genau. Aber wir können das nächste Projekt auswählen. Da können wir unsere Sternbasen verbessern. Zur Sternfeste. Oder wir können Zerstörer erforschen. Die sind größer als Korvetten, aber bieten nicht so viele Waffenslots. Das klingt jetzt gar nicht mal so. Naja, aber es ist, glaube ich, ein logischer Schritt, das zu tun. Aber das natürlich auch. beides.
Ja, ich hoffe ja, das kommt wieder. Zerstörer. Ja, ich würde jetzt am liebsten beides nehmen, mal wieder. Aber es geht natürlich nicht. Oh Gott, 5000 von der Zeit. Ja, das wird schneller gehen. Okay, ich würde sagen, ich nehme mal die... Sternfeste? Das ist natürlich eine super Verteidigungsstation. Aber meine Flotten sind unterlegen. Nee, ich muss hier weiter forschen. Weil wenn die anderen schon bessere Flotten haben, dann muss ich das einfach nehmen. Sonst bin ich ja unterlegen. Ja, das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Denke ich mal, hoffe ich mal. Na, wann ist das System verloren hier? Hm. Dauert's noch? Upscaling complete. So. Energie, ja, hier gibt es jede Menge Energie. Also das System generiert viel Energie. Von daher werde ich erstmal... Ja gut, Mineralien haben wir genug. Ja gut, bevor ich darüber fliege, baue ich noch eben die Energie ab und dann fliege ich darüber. So genau, aber was ist mit unseren Forschungsschiffen? Ja, das kann auf jeden Fall mal weiterfliegen. Und das kann auch weiterfliegen. Die waren fertig quasi. A system has been surveyed. War has been declared against us. Legal experts are standing by. So, jetzt haben wir den Salat. Die Hisho wollen Sirius Prime erobern. Und zwar... Ja, und noch ein weiteres System. Beinahe Stardaten sie ja schon ja, quasi ins Imperium einfallen. Und sie wollen darüber hinaus wollen sie die Vampire angreifen oder sind das die Verbündeten? Hä? Sollen wir jetzt... Ja, wie sollen wir jetzt darauf reagieren? Ist ja das erste Mal hier. Okay. Nein, Google, du warst nicht gemeint. Jedes Mal das Gleiche. Ja, was tue ich jetzt? Einfach okay klicken oder Kriegsziel setzen? Was wollen wir erreichen? Ja, das kann ja heiter werden. Ja, ich probier's mal. Declaring war, we also need to declare our intentions to both our enemy and any allies. These war goals determine what kind of demands we can press during peace negotiations, ranging from the ceding of planets to vassalization. Also, wenn wir dem Feind dieses Ziel präsentieren, erhält er die Gelegenheit, angemessen zu reagieren. Er könnte sofort aufgeben, ein Gegenangebot oder Waffenstillstand anbieten. Oder aber für seine Interessen bis zum letzten Mann kämpfen. Ja, wähle den Kriegsgrund in der Liste aus, um mit ihm einen Krieg zu erklären. Jetzt wird's spannend. Aber wir haben nur ein... Also die wollen erobern, haben Ansprüche gestellt und wir können leider nur den Gegner erniedrigen. Das bringt...
Also weniger Vertrauen bei der Bevölkerung dieses Imperiums. Aber da wir ein Defensivbündnis haben mit der orange-katholischen Kirche, werden die uns beistehen. Aber ich sehe gerade, die haben sich mit den Vampiren tatsächlich verbündet. Oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Die Hische und die Vampire greifen quasi unser Bündnis an. Gut, dass wir das Verteidigungsbündnis wenigstens haben. Ah. Ja gut, ich wähle jetzt hier die Erniedrigung, als anderes habe ich ja auch nicht. Ansprüche. Through the claims interface, we can spend influence to lay claim to star systems owned. Ach so, da brauchen wir Einfluss. Having a claim on a system gives us a valid casus belli against the owner, allowing us to declare war for the purpose of conquering it. Also wir können keine Ansprüche hinzufügen gerade, aber wir haben auch zu wenig Einfluss, bestimmt. Also wir können nur das Kriegsziel setzen, wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, so sieht's wohl aus. This window presents an overview of our current war. Each side suffers war exhaustion, depending on how the war is progressing, which determines how willing they are to accept a peace agreement. Also dann gibt es noch den Faktor Kriegsmüdigkeit, der abhängig vom Voranschreiten des Krieges ist. Sie bestimmt, wie gewillt die jeweilige Seite ist, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen. Wenn die Kriegsmüdigkeit für eine Seite 100% beträgt, kann die andere Seite einen Status Quo durchsetzen. Alle im Krieg geführten Gefechte können ebenfalls hier nachvollzogen werden. Ja, also wenn die Kriegsmüdigkeit 100% erreicht, dann kommt es automatisch zu einem Waffenstillstand. Und alles wird so eingefroren, wie es dann ist, so verstehe ich das. So. Aber wir können also die Kriegsziele durchsetzen, wird nicht akzeptiert, den Status Quo verhandeln. Keiner der beiden Kriegsparteien besetzt derzeit ein beanspruchtes Gebiet des anderen. Ein derzeitiger Status Quo wird zu einem weißen Frieden ohne Grenzverschiebung führen. Also, dass die Grenzen so bleiben. Und wenn ich kapitulieren mache, heißt das, dass die dass wir die Vereinbarung, das Friedensangebot automatisch annehmen? Hä? What? Ja, es geht ja wohl nicht. Das heißt ja, wir würden dann Systeme verlieren. An das Vampirreich? Nee, das geht ja nicht, das geht ja nicht. Kapitulieren auf keinen Fall. Ja, das kann ich ja wohl hoffentlich jetzt hier wegknicken. Also ohne Grenzverschiebungen, das würde eher akzeptiert werden. Kriegsziele werden ignoriert und beide Seiten übernehmen besetzte Ansprüche. Kriegsziele, wir setzen all unsere Kriegsforderungen durch und übernehmen die alle gültigen Ansprüche. Ja, also nicht, dass ich jetzt was Falsches hier anklicke. Das würden sie wahrscheinlich eh ablehnen. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch noch zu früh irgendwie. Aber ich habe es ja noch nie obwohl, das könnte ich senden. Nee, doch, das kann ich auch senden.
Also das heißt ein weißer Frieden. Ohne Grenzverschiebung. Werden sie wahrscheinlich nicht nehmen. Okay. Ja, wie gesagt, das ist meine erste Erfahrung mit einem Krieg hier in diesem Spiel. Und keine Ahnung, wie ich jetzt reagieren soll. Außer natürlich verteidigen. Kann ich die Flotte upgraden? Nee, momentan noch nicht. Aber vielleicht sollte ich sie mal verstärken hier. Da kann ich auch nichts verbessern. Vielleicht sollte ich schon mal einen Zerstörer bauen. Schiffswerft. Oh, eine Verteidigungsplattform könnte ich auch mal bauen. Sehe ich gerade. Und ich könnte... wir haben noch kein Zerstörer. Der wird noch erforscht, genau, alles klar. So, ja, und die Flotte verstärken. Die Expedition One war das. Die wird jetzt eigentlich auch zur Verteidigungsflotte. Da könnte ich nochmal kurz... ein bisschen aufstocken. Auch wenn es mal ins Minus geht hier gerade. Ja, ich gehe auf 10 Schiffe. Hilft ja nichts. Denn wenn die mich überrennen, dann habe ich auch nichts davon, wenn ich ein bisschen spare. Friedensangebot abgelehnt, sehe ich gerade. Ja, das war klar. Das war ja nur pro forma. So, ich gehe mal kurz auf langsam, damit ich hier nicht die Übersicht verliere. Und ich muss natürlich weiterarbeiten hier. Ja. Wie sieht es denn hier aus? Die Sternbasen, kann ich noch irgendwie... die kann ich verbessern, sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Die vorhandenen Verteidigungsplattformen verbessern. Ja, das wird spannend, das steht fest. der Krieg hat begonnen. Zum Glück sind wir mit der orange-katholischen Kirche verbündet. Und ja, mit diesen kriegerischen Aussichten würde ich sagen, beende ich diese Folge. Genau, das ist unser Feind, aber ist ja nur ein Forschungsschiff. Dann bin ich mal gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und ich hoffe, ihr auch. Dann sage ich mal, ciao, der Argonaut, man sieht sich.